1939 ist hier im Naturhistorischen Museum eine Ausstellung eröffnet worden im Mai mit dem Titel Das körperliche und seelische Erscheinungsbild der Juden. Und an dieser Ausstellung war maßgeblich auch die anthropologische Abteilung und deren Leiter Dr. Josef Wastl beteiligt. Also die Frage dahinter war eigentlich, gibt es eine jüdische Rasse oder nicht? Und die meisten Anthropologen waren ja damals der Ansicht, dass die Juden eine Art Mischrasse sind, also sich aus mehreren Rassenkomponenten zusammensetzen. Auch eigentlich die Deutschen waren genauso eine Mischrasse. Aber was die Anthropologen gedacht haben, dass sie sozusagen aus dem Erscheinungsbild oder aus dem Aussehen auf ursprüngliche Rassenelemente schließen können. Und insofern ist diese Ausstellung anders gewesen als die Ausstellung Der ewige Jude, weil sie sich mehr mit wissenschaftlichen, also und damals auch gängigen Modus versucht hat, quasi hier solche Rassentypologien für Juden aufzustellen. Aber wenn man sich die Bilder und die Ausstellung genau anschaut, ist es natürlich auch ein explizit antisemitischer Zugang, in der eben auch vor dem Hintergrund, dass Mischung auch etwas Negatives ist und dass man quasi den Besucher versucht zu lehren, wie typisch jüdische Rassenmerkmale aussehen oder auch damit eine Zuordnung zu treffen zu können. Und dafür, was wurde genau gezeigt, also welche Objekte, welche Sammlungen? Es ist bei zahlreichen Institutionen angefragt worden um Leihgaben und das meiste waren eigentlich Tafeln und ganz wenige Vitrinen. Und auf diesen Tafeln wurden Fotografien, Porträtfotos gezeigt. Und die allermeisten dieser Porträtfotos waren Fotos, die für diese Ausstellung von der Kriminalpolizeistelle angefragt worden sind und auch erhalten worden sind. Und an diesen Fotos, die Nummer, also wie Verbrecherfotos eigentlich auch die Nummer weggeschnitten war, wurden dann diese Typologien aufgestellt. Und das Interessante ist auch, weil diese Fotos ja eigentlich alles von Wiener Juden waren und die Idee war auch, diese Rassenmerkmale am Wiener Juden vorzuführen und da zu erkennen. Eigentlich ist so eine Ausstellung, zeigt ganz schön, dass man hier nicht in einem luftleeren Raum agiert, sondern wie eigentlich immer diese Politik mit der Wissenschaft und auch mit den konkreten Personen verknüpft ist. Also man sieht eigentlich ganz schön, wie hier versucht wird, sich immer in dem entsprechenden politischen Kontext auch zu profilieren und damit auch seine eigene Karriere oder seine eigene, ja, voranzutreiben. Ich finde schon, dass das ein ganz schönes Beispiel dafür ist. Und auch ein Beispiel, wie schnell hier, ich würde schon auch sagen, so ethische Richtlinien überschritten werden können für einen selber. Es ist schon vor dem Hintergrund zu sehen, dass ja mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten eben auch die Nürnberger Rassengesetze in Österreich ihre Geltung bekommen haben und die Anthropologen hier auch ein Feld hatten, wo sie direkt zugearbeitet haben in der Form, dass sie diese Rassengutachten erstellt haben. Und da war Josef Wastl auch beteiligt und ich denke mir, mit dem Befassen von diesem Thema und das auch dem Publikum vor Augen führen, hat er hier sich auch eine Kompetenz versucht zu schaffen, die er vorher eigentlich in dem Sinn nicht so gehabt hat. Gibt es eine jüdische Rasse? Eine jüdische Rasse gibt es nicht. Und hat es in dem Sinn auch nie gegeben.